Ja, hallo, mein Name ist Chris. Herzlich willkommen zu meinem Adobe After Effects Tutorial. Hier in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr ein Video schneiden könnt. Fangen wir am besten auch gleich mal an. Zuerst werden wir in unserem Projektmanager eine Videodatei hinzufügen. Das machen wir hier in diesem Bereich mit einem Doppelklick. Und dann wählen wir uns unsere Videodatei erstmal aus. Wir klicken hier auch mit einem Doppelklick drauf. Und das nachfolgende Dialogfeld können wir mit OK bestätigen. Und wie wir sehen, ist jetzt die Videodatei in unserem Projektmanager. Und diese Datei ziehen wir jetzt mit gedrückter Maustaste in unsere Komposition. Wenn wir jetzt hier mit dem Zeitregler herüberfahren, dann sehen wir, die Datei ist drauf. Und wir können jetzt genau die Position festlegen, wo wir das Video schneiden wollen. Das können wir ja mit dem Zeitregler erstmal grob machen. Dann sehen wir schon, hier ist ein erster Übergang. Und hier oben an der Vorschau können wir an den entsprechenden Regler dann Frame für Frame vorschalten. Wir werden jetzt hier raufklicken, bis wir den Übergang haben. Und da ist er auch schon. Und direkt bei diesem Bild, beim ersten Bild, werden wir das Video jetzt schneiden. Ich gehe nochmal ein Frame zurück, um zu sehen, ob das genau der richtige Übergang ist. Ja, hier ist das korrekt. Und jetzt können wir mit Steuerung, Shift und D das Video schon mal schneiden. Wie wir sehen, haben wir jetzt eine zweite Ebene bekommen. Wir sehen auch hier ist das heller, dieser Bereich. Das heißt, das ist der Anfang des Videos bis zu der Zeitmarke. Und der obere Teil ist dann sozusagen der gesamte Rest. Wir haben jetzt das Video sozusagen geschnitten. Wir können die jeweiligen Bereiche schon verschieben. Aber wir werden jetzt noch einmal schneiden. Und zwar beim nächsten Übergang. Schauen mal, wo der Übergang ist wieder. Auch erstmal grob vortasten. Und dann können wir wieder Frame für Frame nach vorne gehen. Und da sehen wir auch schon, genau hier ist der Übergang. Jetzt machen wir hier wieder mit Steuerung, Shift und D einen Schnitt. Und das gleiche machen wir jetzt noch einmal. Ich werde anschließend dann die zwei Abschnitte vertauschen. Genau hier ist wieder ein Übergang. Können jetzt wieder mit oder frameweise aussuchen. Hier ist er. Und auch wieder hier mit Steuerung Shift und D das Video schneiden. Wir sehen ja jetzt diese zwei Teilabschnitte und die könnten wir jetzt beispielsweise verschieben. Dafür drücken wir einfach mit der Maus auf diesen Bereich. Und wenn wir jetzt die beim Verschieben die Shift-Taste gedrückt halten, dann rastet, wie ihr das gesehen habt, genau an dem Punkt ein, wo hier ein Schnitt ist. Und das gleiche machen wir mit dem darunterliegenden einfach. Auch wieder die Shift-Taste halten, verschieben. Und wie wir sehen, rastet das auch wieder ein. Und jetzt können wir den Abschnitt genau sehen. So wie wir das vertauscht haben. Wenn euch Abschnitte nicht gefallen, könnt ihr die einfach rauslöschen und dann schiebt ihr den Rest halt entsprechend dran. Und wie gesagt, mit der Shift-Taste habt ihr dann immer noch so einen Anhaltspunkt. Dann rastet das entsprechend dann ein. So, das war's auch schon. War kurz nur ein Überblick über das Schneiden von Videos. Vielleicht hat es ja geholfen. Und wenn euch das gefallen hat, dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Tutorial. Okay, bis dann. Ciao.